Robert Altmans Meisterwerk. Eine wahre Story über Hollywood. Ja. Ich habe ja einen Drehbuchschreiber mit einer Story, die Sie sich anhören müssen. Absolut heiß. Der Film fängt an vor einem Zuchthaus. Die Reifeprüfung. Zweiter Teil. Und Mrs. Robinson hatte einen Schlaganfall. Darum können Sie nicht sprechen. Wird das ein komischer Film? Ja, er wird kommen. Griffin Mill ist eine große Nummer in einem Hollywood-Studio. Ja! Angelica, hi. Griffin Mill. Hi. Nett, Sie zu sehen. Malcolm McDowell. Hi, wie geht's Ihnen? Hi, Bert. Hi, nett, Griffin. Sie zu sehen. Es gibt keine Story, die er nicht kennt. Hättest du was, die jenseits von Afrika trifft? Ihr Woman. Er kennt alle Tricks. Wir müssen unbedingt ein bisschen Sex in den Film einbauen. Ja, natürlich, machen wir. Sylvie schickt ihr weißes Höschen bis zu den Knien herunter. Und alle Schauspieler. Wo sind die Stars? Keine Stars. Keine Stars? Bruce Willis. Ich will Bruce Willis. Kein Bruce Willis, kein Schwarzenegger. Julia Roberts. Er ist auf dem Wege, ein Star zu werden. Wie kommt das in mein Büro? Sicher von einem Autoren. Hallo, könnte ich bitte David Cahane sprechen? Wer ist denn da? Hier ist Griffin Mills. Ah, der tote Mann. In einer Story, die niemand vergessen wird. Hören Sie auf, mir Postkarten zu schicken. Ich schreibe keine Postkarten, ich schreibe Drehbücher. Eine verdammt harte Story, eine Tragödie. Ich weiß nicht, ob wir Gespenster und Leichen brauchen. Das Problem ist nur... Etwas, das du wissen musst. Wenn Sie nach Pasadena gefahren sind mit der Absicht, ihn zu töten, dann wandern Sie dafür in die Gaskammer. Es ist kein Film. Dürfen Sie bitte mit aufs Revier kommen. Ich möchte nur ungern den Falschen beschuldigen. Na bitte, hier ist Pasadena. Wir verhaften niemals die Falschen. In L.A. tun Sie das. Es geht um sein Leben. Hast du eine andere Frau? Du hast sie auf eine Party mitgenommen, Griffin, auf der mehrere hundert meiner besten Freunde waren. Existieren Orte wie diese eigentlich wirklich? Nein, nur in Filmen. Robert Altmans The Player. Könnten wir zur Abwechslung nicht mal über was anderes reden als Hollywood? Ich meine, wir sind doch gebildete Menschen. Alles, was Sie über Hollywood gehört haben, ist wahr.